sich auskennt in dem Metier. Was haben wir für eine Gitarre, was kann man damit machen? Also das ist die klassische Gitarre Aranches G920. Mhm. Ist ein optimales Einsteigermodell. Ist sehr schön verarbeitet mit Aufdruck hier und hat ein sehr breites Griffbrett. Das ist also für alle Anfänger sehr, sehr gut. Ja. Oben die Beschläge sind aus Messing gehalten. Also von der Technik her ist er echt super gut. Mhm. Ja. Jetzt ist ja in dem Preis mit drin, da haben wir uns eben schon drüber unterhalten, ein Köfferchen. Und das ist nicht irgendein Köfferchen. Da hat der Herbert eben gesagt, das ist das beste Köfferchen, was ich je gesehen habe. Ja, ich meine, ich nehme an, Sie haben schon ein paar Köfferchen mehr gesehen als ich, Gitarrenköfferchen. Was ist denn jetzt hier das Besondere dran? Also das Besondere ist, ich stehe mal kurz auf. Ich verliere hier alles. Das Besondere... Hoppala! Es ist früher Herbert. Warte, ich helfe mich mal gerade. Ja, okay. So, da gibt es einen Applaus, jetzt hinfahren. So, jetzt geben wir mal das Mikro jedem rein. So, also klar. Das Besondere ist, der harte Kern, also es ist ausgeschäumt mit hartem Kern. Das heißt, da kann also ohne Weg schon mal richtig was Schweres drauffallen. Und die Gitarre, die ist immer noch ganz, ja. Es gibt ja noch eine Zubehörklappe hier. Und da ist ja auch eigentlich sein Zubehör noch mit dabei im Set, ne? Richtig? Ja, gibt es noch eine Innereientasche. Und es ist ganz speziell für die jüngeren Leute sehr interessant, und zwar ein Rucksackpack. Ja. Das heißt, den kompletten Gitarrenkoffer kann man hier anschnallen und so, wenn man dann spazieren geht oder irgendwo hin zum Wandern oder ans Lagerfeuer oder zu den Kollegen, auf den Rücken schnallen und los geht's, ja. Und da passt noch ein bisschen mehr rein, aber wenn man mit Black spielen will, kann man natürlich reinpacken. Mit Picks, also es sind drei Picks, drei Blättchen, verschiedene Stärke drin, eine Seitenkurbel und eine Stimmpfeife. Mhm. Ja, ist also... Von Innereien her gesehen, super gut. Also alles mit dabei, was man braucht. Und dieses Köfferchen ist wirklich stabil. Also ich denke mal, wer zum Beispiel damit auf Reisen geht, wenn das mal hinfliegt, das ist jetzt nicht wirklich dramatisch, oder? Nö, auf gar keinen Fall. Muss man aufpassen. Das Interessante ist, wir können auch ruhig nochmal hinfahren. Wir sind ja schließlich live unterwegs, ne? So ist das bei QVC. Als das letzte Mal auf Sendung war, das war am Montag, glaube ich, da habe ich hinterher eine Story gehört hier, und zwar, dass im Studio, also da ging einer hier ins Studio rein, machte die Tür auf, und da hat er direkt irgendwie gemerkt, irgendwas ist anders. Weil die Leute, die tanzten irgendwie, also auch hinter den Kulissen. Und ich glaube, da waren sie nicht ganz unschuldig dran. Ich weiß nicht, was sie da gespielt haben, aber vielleicht können sie das ja jetzt nochmal spielen. Ja, kann auch gerne ernst spielen, also ganz ruhig sitzen bleiben. Ja. Das nennt man jetzt so das Fingerpicking, wozu diese Gitarre auch sehr geeignet ist. So hoch wie ein Leuchtturm, so klein wie ein Keim, die Arme so kräftig und auch mal ganz fein. Vom Winde verweht wie ein Felsen im Meer, so steht er im Leben, er hat's ganz schön schwer. Die Jahre vergehen und die Zeit zieht dahin, das Leben nimmt so seinen Lauf. Und die Hoffnung für immer verschwindet im Nu, drum denk es, hört auch mal auf. Jawohl! Jetzt müssten Sie mal sehen, die ganzen Kollegen stehen da hinten in einer Reihe, machen immer diesen da. Schön. Die wollen sehen, dass ich nochmal falle. Nein, das wollen die nicht nochmal sehen. Nee. 163,75. Nochmal ist der Preis fürs komplette Paket. Also nicht nur für die Gitarre, sondern auch für den Koffer und alles, was den Utensilien mit dabei haben. Wie gesagt, die Plex sind hier, habe ich auch nochmal rausgenommen, das ganze Tütchen, alles ist mit im Preis drin, mit der 463159. Das ist leider die einzige Präsentation am heutigen Tage. Finde ich ein bisschen schade. Ist aber so, und vielleicht haben Sie die Gitarre ja schon bestellt. Das wäre doch mal was. Wir haben ja nicht nur vorgestern die gezeigt, auch schon vorher. Und wenn Sie damit schon ein bisschen gespielt haben, dann rufen Sie doch mal an und sagen mir, was Ihr Lieblingslied ist und was Sie da besonders gerne dran spielen. Herbert, für alle die vielleicht schon mal immer überlegt haben, ich möchte gerne mal eine Gitarre kaufen, ich weiß aber nicht so genau, welche. Mhm. Sie haben gerade schon eins erwähnt, also das Griffbrett ist auf jeden Fall für Anfänger gut geeignet. Gibt es noch mal so einen Hinweis, wo man sagen kann, Mensch, Kinder, habt keine Angst vor der Gitarre, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall was noch für die Gitarre spricht, sind zum Beispiel die Plastikseiten. Mhm. Normalerweise, also als ich begonnen habe, habe ich mit einer Gitarre begonnen, die Stahlseiten hatte. Und da hatten wir die Finger jeden Tag wehgetan ohne Ende. Ja. Also so, dass das Üben zur Qual wurde. Und hier an dieser Gitarre sind das Plastikseiten. Mhm. Und sie ist also federleicht zu spielen, auch für die jüngsten Leute ab 5, 6 Jahren. Mhm. Also ist ein optimales Weihnachtsgeschenk auch für die Kleinsten. Ja. Und eins ist klar, wenn man dann zum Beispiel unter Weihnachtsbaum sitzt, ich meine, wir haben ja hier auch schon einen aufgebaut,
Und dann kann man ein schönes Weihnachtslied spielen. Ich meine, heimeliger kann man es nun nicht haben. Ist besser als von jeder CD, selbst von so einem guten Rekorder, wie wir es gerade gezeigt haben. Das ist natürlich das Nonplusultra. Vielleicht haben Sie ja ein schönes Weihnachtslied. Ja, ich habe eins, aber ein bisschen umgetextet. Gerade noch auf die Schnelle. Ja, bitteschön, bitteschön. Auch Nikolaus schaut sich QVC heute an und bestellt, was er nur tragen kann. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist die Gitarre abends da, bald ist die Gitarre abends da. Juhu! Das ist, ach ja, also ich kriege schon fast Weihnachtsgefühle. Das ja, kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Wenn man dann da am Heiligabend sitzt und es gibt Geschenke und man sitzt unter dem Weihnachtsbaum. Ein ganz klein bisschen Zeit haben wir noch, vielleicht noch ein kurzes Liedchen anspielen. Okay. You've got to move on the other side. Stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Super. Dankeschön. Herbert. Also Sie sehen, die Gitarre ist für alle möglichen Richtungen super geeignet. Das ist für Einsteiger geeignet, auch für die Fortgeschrittenen. Und es ist einfach eine tolle Geschenkidee, auch zu Weihnachten. Und abstellen kann man sie übrigens da. Das können wir vielleicht am Ende noch machen, Herbert. Damit ist Ihr Job dann für heute erledigt. Sie dürfen natürlich weiter noch Gitarre spielen. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank auch. Für Sie nochmal die Artikelnummer. Die 463159-6375 ist der Preis. Und mit dabei, wie gesagt, nicht nur die Fußbank, sondern alles das, was wir auch noch erwähnt haben. Also auch die Plex etc. pp.